Ich bin Thorsten Fiedler von der Stadtentwässerung Dresden. Wir unterstützen sehr gerne das Projekt des Expeditionsschiffes Aldebaran. Das ist ganz natürlich, weil die Arbeit in der Umweltbildung, speziell zum Gewässerschutz, gehört zu den wichtigsten Säulen in unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir betreiben im Klärwerk Kaditz ein Schülerlabor, Aquamundi ist der Name, wo wir täglich ein bis zwei Schulklassen empfangen und über die Problematik der Abwasserreinigung und Einträge und welchen Einfluss unser Leben auf den natürlichen Wasserkreislauf hat, informieren. Da gibt es Experimente und da gibt es Rundgänge durch die Kläranlage. Insofern passt natürlich auch der Ansatz dieses Expeditionsschiffes ideal zu uns. Deswegen haben wir auch diese Kooperation und wir haben unser Schulnetzwerk in dem Falle aktiviert und haben Schulklassen vermittelt, die das Schiff besuchen. Ich bin die Conny Petrausch. Wir waren heute mit der Freien Alternativschule von Dresden hier. Es war eine sehr interessante Erfahrung für uns. Und besonders gefallen hat uns der Mülleinsammelroboter, der heute hier das erste Mal eingesetzt wurde auf der Elbe.